Ich will nur verstehen, was dieses Jahr in der türkischen Liga anders ist als in den letzten Jahren. Ich verfolge die türkische Liga nicht so krass, aber dieses Jahr passiert jede Woche irgendwas Neues. Jede Woche. Aber immer kranke Sachen. Es fängt an mit so Kleinigkeiten wie, dass Geller und Feller nicht angetreten sind beim Supercup in Saudi-Arabien. Dass der Präsident einfach seine Mannschaft runtergeholt hat vom Spielfeld. Meinte, nein, wir spielen jetzt nicht, kommen jetzt alle runter vom Feld. Mitten im Spiel. So mitten im Spiel. Das sind Sachen, die habe ich nicht mal mitbekommen. Dann spielt Feller wegen Protesten mit einer U19 gegen Gala. Und behalten das Spiel einfach nach einer Minute. Wie ich in der Weekend League. Dann bekommt der Schiedsrichter wegen Fehlentscheidung eine Faust vom Präsidenten und geht Knockout. Eine härtere Faust als jeder andere bei der WrestleMania. Und dann stürmen einfach Fans das Feld. Und greif einfach die Spieler an. Gehen drauf, schlagen die mit Eckfahren. Der eine gibt Low-Kick, der andere gibt High-Kick. The Purge. Und jetzt frage ich mich, was ist dieses Jahr anders als in den letzten Jahren? Letztes Jahr war auch immer mal wieder so ein kleiner Skandal, eine Kleinigkeit da, hier und so. Aber dieses Jahr ist ja eskaliert. Es ist eskaliert.